Mein Name ist Volker Weber und ich bin der Leiter für den Fachbereich Historische Landwirtschaft und Umwelt hier im Freilichtmuseum Hessenpark. Hessenpark ist ja ein großes Freilichtmuseum mit vielen Gebäuden. Die meisten Leute denken auch an die Gebäude, wenn sie uns hier besuchen. Davon haben wir 100 Stück, man sieht auch schon welche hier im Hintergrund. Aber darum geht es heute nicht, weil heute geht es um unser FÖJ, unser freiwilliges ökologisches Jahr, was wir seit 10 Jahren anbieten. Und das wollen wir heute ein bisschen vorstellen. Und da übergebe ich doch gleich an die Rebecca Radken, die dieses Jahr unsere FÖJlerin ist, ist seit September hier. Rebecca, erzähl. Ja. Ich stelle euch dann jetzt nach und nach ein bisschen meinen Arbeitstag hier vor. Hier stehen wir jetzt an der Stallscheune aus Pracht bei den Schweinen. Und hier beginnt eigentlich meistens unser Arbeitstag. Von hier aus kommen wir zu den Hasen und zu den Hühnern und die Ziegen und die Schweine natürlich. Wir haben hier eine große Futterküche. Und von hier aus starten wir morgens dann immer unsere Fütterungsrunde zu allen Tieren. Genau. Wir sind ein Archepark, das heißt, wir haben alte Nutztierrassen. Und wir haben die hier zur Zucht und die Tiere, die nicht zur Zucht geeignet sind, die werden, kommen aber auch teilweise dann in die Wurst und so und machen ein bisschen Eigenvermarktung auch. Und wir sind Bioland, das heißt, alles ist Bio und Biofleisch und wir machen natürlich auch ein bisschen Gemüseanbau und das ist auch alles Bioland. Jetzt sitzen wir hier im Schafstall bei unseren Coburger Fuchsschafen, den Grünschafen. Wir haben im Moment Lämmerzeit. Das ist eine von den Winteraufgaben, wenn die Tiere jetzt in die Ställe kommen. Ansonsten geht es über den Winter viel um die Zäune und die Ställe alle im Stand halten und alles reparieren, was zu reparieren ist über das Jahr hier. Bei den Lämmern gibt es jetzt im Moment Flaschenlämmchen. Das ist eine sehr schöne FJ-Arbeit. Ansonsten zu meinen Arbeitszeiten. Ich arbeite ganz normal von montags bis freitags. Ich übernehme ab und zu auch mal einen Wochenendsdienst, Samstag und Sonntag, und kann dann aber die Woche später die 2 Tage dann ausgleichen mit 2 freien Tagen, zum Beispiel für ein langes Wochenende. Und ansonsten fange ich hier morgens um 7 an und dann machen wir unsere erste Fütterungsrunde. Und dann gucken wir, was der Tag so bringt, was noch gemacht werden muss, ob irgendwo Futter aufgefüllt werden muss. Dann haben wir mittags eine halbe Stunde Pause. Dann machen wir die Arbeiten meistens noch fertig. Ja. Und so um 2:30 machen wir dann unsere 2. Fütterungsrunde, gucken, dass allen Tieren gut geht, dass alle noch mal was im Bauch haben. Und um 4 ist dann meistens Feierabend. Ja, jetzt habt ihr ja schon ein bisschen was gesehen vom Museum. Ich habe ja eingangs gesagt, das Museum ist groß. Also vielleicht so als Vergleich, wir sind ungefähr 3-mal so groß von der Fläche her wie der Opel Zoo, falls ihr da schon mal wart. Oder 6-mal so groß wie der Frankfurter Zoo. Also man kann sich hier auch einen ganzen Tag spazierend gehen, beschäftigen. Das heißt aber auch, dass wir mit unseren Arbeiten, wenn die Tiere hier im Gelände verteilt sind, schon Strecken zurücklegen müssen. Deswegen ist es erforderlich, einen Führerschein zu haben, wenn man bei unseren FEJ macht, weil man halt mit dem Schlepper oder auch mit dem Bulli Sachen durch die Gegend fahren muss, das Futter zu den Tieren und so weiter. Wir sind ja auch ein richtiger landwirtschaftlicher Betrieb. Das heißt, wir sind kein Zoo. Bei uns werden die Tiere gezüchtet und das, was übrig ist, hat die Rebecca ja schon gesagt, das wird dann auch geschlachtet oder die Zugtiere werden auch verkauft, damit die Rassen erhalten bleiben. Und da wir nicht so viele Personen haben, um die Landwirtschaft zu betreiben, wie das früher üblich war, wir sind in der Landwirtschaft 5 Mitarbeiter mit der Rebecca, brauchen wir auch moderne Maschinen, um zum Beispiel die Heuernte zügig bewältigen zu können. Das würden wir mit der alten Technik nicht schaffen. Ja, da sieht mein Porsche-Schlepper natürlich ein bisschen mickrig aus daneben, aber wir haben halt auch große Traktoren. Genau. Ja, das war's mit unserer kleinen Vorstellung. Wenn ihr Lust habt, euch auch ein bisschen einzusauen, Spaß habt, mit Tieren zu arbeiten, aber auch Interesse an
großen Fahrzeugen und Ackerbau habt. Es gibt auch ein paar nette Kollegen. Dann bewerbt euch doch gerne als FEJler hier bei uns im Hessenpark, als meine Nachkommen nächstes Jahr. Es macht sehr viel Spaß. Und genau. Okay. Das war's. Tschüss.